Hallo, liebe Freunde des freudigen Experimentierens mit Cosmos XN, Baukästen der Reihe XN, Hightech und PC. Ich habe jetzt nochmal was mit dem NTC-Widerstand gebaut, also mit dem, der auf Temperatur reagiert. Und zwar haben die hier so einen Bauvorschlag drin, wo praktisch die Temperaturverhältnisse an dem Widerstand in Verbindung mit dem Operationsverstärker praktisch, je nachdem, ob es zu warm oder zu kalt ist, das kann man auch noch einstellen über solche Reiter einer Software, können dann Schaltvorgänge ausgelöst werden über die beiden Transistoren, die mit dem Interface-Ausgang Out 1 und Out 2 verbunden sind. Ich habe das jetzt mal gemacht für den Fall, dass die Temperatur, jetzt muss ich gerade mal überlegen, genau, untere Temperaturschwelle, wenn das sich jetzt hier erwärmt. Mal gucken, was jetzt passiert. Hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Quatsch. Also wir haben jetzt momentan die Situation, dass dem zu kalt ist und entsprechend was ausgelöst hat. Ganz genau so ist es. Die untere Temperaturschwelle hatte ich jetzt auf 24 Grad Celsius eingestellt mittels Schaltreiter. Also hier unten sieht man das ja dann. Je nachdem, wie ich den schiebe, kann ich das verstellen. Für den oberen Punkt wäre es das genauso. Ich mache es jetzt mal für den unteren Punkt. Heißt, wenn ich das jetzt erwärme, und da reicht Körperwärme aus, sollte in wenigen Sekunden dieser Schaltzustand sich verändern. Wir werden es dann knacken hören, weil ich hier auch ein Relais noch dran habe, um dieses Cosmos-Schaltgerät zu simulieren. Also ich fasse jetzt mal den Temperatursensor an, erwärme den mit Körperwärme. Wir sehen, die Temperatur steigt und wups, in 0, nichts ist dem jetzt nicht mehr zu kalt, sondern warm genug, weil wir jetzt über 24 Grad sind. Entsprechend lasse ich jetzt mal los. Jetzt der Fall, jetzt sollte die Temperatur langsam wieder sinken und dann geht das Relais gleich wieder an. Wir werden das als Knack hören. Es sinkt weiter. Ah, brauchen wir noch ein bisschen Geduld. Und da ist es Knack und zu kalt. Jetzt schwenkt er noch ein bisschen unentschlossen hin und her. So, da sind wir. Jetzt ist er ganz klar. Ja, Wahnsinn. Hopst hin und her, aber jetzt ist ihm wirklich... Jetzt ist ihm zu kalt geworden. Ja, wollte ich euch auch mal zeigen. Entsprechend für Temperaturerhöhungen dürfte das so ähnlich sein. Ja, so weit, so gut erstmal. Das war's wieder. Danke fürs Zugucken. Euer Kai aus Berlin. Bitte behaltet die gute Laune. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.